Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn die Repräsentanz des Heiligen, dessen Geburtsfest die Kirche heute feiert, heute in besonderer Weise, wie schon die letzten Jahre, durch seine Ikone hier in unserer Mitte deutlich wird, dass wir nie nur alleine sind, sondern immer, wenn wir eintreten in die Feier des Königreiches Christi in der Eucharistie, dass immer die Heiligen gegenwärtig sind. Wenn wir heute unsere Ikone, die Festikone, in Augenschein nehmen, dann gibt es oft Fragezeichen, vor allen Dingen bei uns, wenn man das heute noch so sagen darf, lateinischen Christen, die mit der Bebilderung nicht so sehr vertraut sind. Wir sehen doch jemand, der zwei große Flügel hat. Und dann heißt es immer, wer ist das denn? Wer hat denn da zwei Flügel? Was ist denn das für ein Engel? Und gleichzeitig sieht er so gar nicht wie ein Engel aus, weil zwischen diesen beiden Flügeln dann doch der Typ aus der Wüste auftaucht, also der mit den Kamelhaaren. Es ist die alte Überzeugung der alten Kirche, dass er nicht nur der gesandte Engel ist, der letzte Prophet und der erste Apostel Christi, sondern dass er auch der Begründer dessen ist, was die Kirche über Jahrhunderte lang ein Bios Angelikos genannt hat, ein engelgleiches Leben. Wenn wir über Johannes den Täufer nachdenken, wenn wir heute irgendetwas über ihn hören, kann man sehr schnell zu der merkwürdigen Auffassung kommen, aber das ist alles vorbei mit Johannes dem Täufer. Christus ist gekommen und damit ist alles gut. Johannes predigt Buße und Christus predigt die Liebe und das Erbarmen Gottes. Und damit ist die Sache fertig. Also warum feiern wir einen solchen Patron? Warum ist er in der Kirche immer hoch geehrt gewesen? Und zwar in den ganz unterschiedlichen Bereichen. Davon, dass die Mönche ihn als den Vater des Mönchtums im Grunde genommen sehen, als den Begründer des engelgleichen Lebens, auch wenn es vor ihm schon welche gab, wie etwa Elia. Wenn die Kirchenmusik ihn als seinen großen Patron betrachtet, weil er seine ganze Kraft und Stimme in den Dienst der Verkündigung Christi gestellt hat, das ist sein ganzes Leben. Warum das tun, wenn die Akte Johannes der Täufer geschlossen ist? Wenn wir sagen, das hat sich durch Christus alles erledigt. Es gibt darauf eine entlarvende Antwort. Wir wissen ja, Christus ist gekommen, aber zugleich macht doch das Christentum auch aus, dass wir immer noch auf ihn warten. Und das vergessen heute viele. Dieses Ausgespanntsein, Christus anzukündigen. Denn auch die Akte Christus ist nicht geschlossen. Und wir machen uns hier jetzt unsere nette Kirche und versuchen, die Welt besser zu machen. Nein. Umso wichtiger ist diese prophetische Botschaft. Und wir beschränken uns dann oft in der Beurteilung des Täufers nur auf das, was er gesagt hat. Sind wir ehrlich, das war nicht so viel. Er hat nur in einigen spezifischen Punkten den Mund aufgetan. Christus anzukündigen, zur Umkehr aufzurufen, was das erste Wort Christi in seiner Verkündigung ist, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und in der Frage der Ehe sehr klar zu sein, was ihn schließlich den Kopf gekostet hat. Auch das könnte ein Beispiel für die Kirche sein, wie sie heute prophetisch leben kann. Sich nicht zu allem und jedem zu äußern, sondern nur zu den entscheidenden Punkten. Das ist das eine. Und das zweite vergessen wir komplett. Dass der Großteil des Zeugnisses und des Lebens Johannes des Täufers nicht in seinen Worten besteht, sondern in seinem Leben. In dem Leben der Wüste. In dem engelgleichen Leben. So wie es die Väter uns sagen. In ganz bis hin in Nahrung, Kleidung, Lebensform. Ausgerichtet zu sein auf Christus, auf den Kommenden und ihn gerade so zu bezeugen, sich nicht nur im Klein-Klein oder im Wohlfühlumfeld zu verlieren, sondern es in seiner Existenz schon deutlich zu machen.
Und wir brauchen solche Orte in der Kirche heute, die die prophetische Kraft haben. Wir brauchen nicht Klöster mit Internet und Fernsehen und schönen Polstermöbeln. Die brauchen wir nicht. Die sind überflüssig. Die braucht kein Mensch. Denn das ist ja nur eine Abbildung des normalen bürgerlichen Lebens. Wo ist der Unterschied zu den Wohnzimmern hier in der Hubert-Müller-Straße, rauf und runter oder woanders oder vielleicht bei uns zu Hause? Darin liegt keine Kraft, kein Zeugnis. Das ist ein Angleichen. Gewiss, wir bleiben Menschen, auch mit ihren Bedürfnissen. Aber es braucht immer wieder Menschen wie der Täufer, die ganz ihr Leben in dieses Zeugnis stellen und über die normalen Bedürfnisse hinauskommen, indem sie alles, auch die eigenen Bedürfnisse, auch die Wünsche nach diesem und jenem, unterordnen, unter dieses Zeugnis und aus dieser Kraft leben. Eine solche Unterordnung, eine solche Askese verleiht wirklich Flügel. Es ist das engelgleiche Leben des Propheten, des Apostels, Johannes des Täufers und der vielen, die ihm nachgelebt haben, der vielen, die ihm bis heute versuchen nachzuleben. Von Johannes dem Täufer geht bis heute für die Kirche eine wichtige Inspiration aus. Und wir sollten sie nicht vernachlässigen oder kleinreden, sondern sie ernst nehmen und versuchen, so gut wir können, in unser eigenes Leben umzusetzen.